Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu der zweiten Folge Dinecraft. Ja, liebe Freunde, zweite Folge Dinecraft. Und ja, also, wie gesagt, ich habe gesagt, ich spiele ja auch offscreen und nehme nur manche Teile auf. Und ja, und ich wollte euch ja... Ich hatte eine Schere dabei, wieso baue ich das denn da mit der Hand ab? Egal. Auf jeden Fall habe ich doch gesagt, dass ich euch... ganz gerne. Geht sich das aus? Nope, geht sich nicht aus. Dann hole ich mir hier ein bisschen Erde. Ja, ich habe gesagt, ich nehme euch auf jeden Fall mit in meinem Dinecraft-Abenteuer, aber ich kann halt nicht alles filmen, weil das wäre einfach. Aufnehmen. Denn das wäre einfach too much. An Videomaterial und ging sich einfach nicht aus. Wir farmen heute ein paar Blumen sowie Wolle und Leder, genau, und ein bisschen Fleisch. Das würde ich auch ganz gerne haben. So, ich mache mir hier jetzt erstmal ein Steinschwert, weil ihr kennt das ja, Blums kommt ein Zombie daher und bringt dich einfach mal um. Und wenn man sich dann da nicht richtig verteidigen kann, Leute, ja. Wenn man sich da nicht richtig verteidigen kann, dann ist aus, dann ist aus. Ja. So, zack. Boote hätten wir im Notfall auch. Nehme ich mir hier gleich mal, würde ich sagen, die Werkbank mit. Und ja, jetzt gehen wir erstmal ein Stückchen. Mir kommt vor, es leckt so ein ganz kleines bisschen. Ich weiß jetzt auch nicht, warum. Und zwar... schauen wir jetzt, dass wir jetzt erstmal ganz viel, ganz, ganz viel Blumen finden. Und wer sich jetzt fragt, wieso sammelst du Blumen, du bist ja bei Dena gar nicht angestellt oder was weiß ich. Ja, Leute, ich sammle trotzdem Blumen, da es da die Möglichkeit besteht, dass ich vielleicht eventuell doch bei Dena arbeiten kann. Und zwar, gibt es bei Dinecraft ja ein Forum. Und bei diesem Forum ist es so, dass man zum Beispiel schreiben kann, ich suche Mitarbeiter und so weiter. Also beziehungsweise ein Inserat aufgeben kann. Das hat der liebe Dena dann gemacht und hat einfach mal nach Mitarbeitern gefragt. Und dann konnte man sich eben bewerben und er hat den ganzen Leuten, wo er sagt, ja, die wären vielleicht was für meinen Shop, denen hat er ein Gefällt mir gegeben auf den Beitrag und folgt den Leuten auch. Das sind jetzt insgesamt 6 Leute. Und zwar bin das ich, Trouble Games, Blatur, Arduk und Andy 5406 oder so, ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall Andy, irgendetwas. Und ja, das bedeutet dann, dass eventuell jetzt noch 3 Mitarbeiter wären, mit denen er noch ein Gespräch machen würde. Das wäre dann wahrscheinlich ich, also ich, Arduk und Andy. Und deswegen warten Trouble und ich, weil wir kennen uns jetzt so ein bisschen, wir spielen öfters mal auf dem Server hier, warten wir einfach den ganzen Tag, bis Dena kommt und er endlich mal ins TS kommt. Und dann verschaffen wir Klarheit. Und in der Zwischenzeit dachte ich mir so, wieso rumstehen und warten, wenn ich in der Zwischenzeit nicht auch Blumen sammeln könnte? Und das wäre doch, denke ich, eine ganz coole Idee. Die Kohle nehme ich übrigens mit, damit ich eventuell, wenn es dann dunkel wird, Fackeln machen kann. Obwohl ich das sowieso nicht so mag, wenn die Farmwelt dann dunkel ist, dann gehe ich meistens raus und gehe einfach hier in andere Farmwelten, wo das jetzt... ja, wo eben Tag ist, sorry, ich verwirre euch schon wieder. So, erstmal hier hoch. So, was essen? Nom, 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 nom. So, gut. Jetzt erstmal schön gucken, dass wir was finden. Aber wie es hier aussieht, gibt es hier gar nichts, ja. Da gibt es hier gar nichts. Das gefällt dem lieben Bumster ja gar nicht, wenn hier gar nichts ist. Kühe wären cool. Denn ich bräuchte Leder und außerdem brauche ich auch Fleisch. Ich glaube, man kann es sogar in Revi Shop ankaufen, verkaufen. Und er kauft es dann quasi an. Auf jeden Fall schon sehr cool. Da unten sind Blumen, ja. Von denen habe ich genug, aber man kann
naja, man kann eigentlich nie genug von den Sachen hier haben. Ich würde sagen, ich baue mich da jetzt erstmal rüber. Aber ich sollte wohl zuerst noch ein bisschen Stein farmen gehen. Bevor ich mich da jetzt rüber baue. Und eine Schaufel mache ich mir jetzt nicht extra, denn das würde mir jetzt ein bisschen zu lange dauern. So. Ein bisschen noch können wir uns da rüber bauen. Dann machen wir so eine richtig geile Hängebrücke aus Stein. Ach doch, da. Och, was leckt denn hier so? Ich sollte mal vielleicht die Sachen, die ich im Hintergrund offen habe, schließen, aber ja, nicht so schlimm. Okay, gut. 60 Sekunden, dann werden die Items am Boden entfernt. Okay, ich denke, das reicht. Ich hoffe es einfach mal. Ich gehe hier hin und dann baue ich da eine schöne Brücke rüber. Zack, zack. Für den Nächsten, der die benutzen möchte, da freut er sich sicher drüber. Zack, 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 zack. Okay, ja, geht sich auf jeden Fall locker aus. Und, okay. Und jetzt muss ich erstmal hier hoch. Okay, gut, das hätten wir dann auch geschafft. Muss schon sagen, ich bin schon jetzt ein bisschen stolz auf mich. Stirbt man vom Essen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob man vom Essen sterben kann. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die Dinecraft-Bewerbungen, glaube ich, gerade sogar deaktiviert. Weil, Seeds sind immer gut, deswegen mache ich das Gras kaputt, denn ich... Ah ja, das möchte ich euch nachher auch noch zeigen, und zwar meine coole Ghetto-Hütte. Habe im Ghetto so ein Grundstück jetzt gekauft für 100 Dinecraft-Mark. Aber, das große Los muss ich erst noch ziehen, denn im Free-Build werde ich höchstwahrscheinlich zu Trouble Games ziehen. Ich werde mich nämlich bei ihm als Mieter einnisten. Denn so geht das ja nicht. Denn das Ghetto wird ja jetzt gelöscht und gegen Freebuild eingetauscht, so quasi. Und das finde ich richtig cool, denn im Freebuild kann man sich einfach richtig schöne, idyllische, wie soll ich sagen, Städte errichten, Dörfer, was weiß ich. Was aber nicht mit einzelnen Plots jetzt irgendwie so geregelt ist, sondern ich verlinke euch einfach mal Svens Video in der Video... Oh, eine Kuh. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Die können wir uns gleich mal töten. Okay. Sie hat Fleisch gedroppt. Oh, noch ein paar Schafe. Ja, das ist natürlich super. Wolle ist immer cool. Blume. Bist du glücklich? Mhm. Ja? Ja, natürlich. Okay, die Blume ist glücklich. Und deswegen habe ich sie jetzt auch mitgenommen. So, zack. Gut. Das hätten wir dann. Jetzt ist schon wieder Abend. Och, früher hatte ich Angst in Minecraft, wo ich angefangen habe, hatte ich wirklich extreme Angst vor Dunkelheit in Minecraft. Da hatte ich wirklich Angst, wenn es dann dunkel wurde und ich wusste, jetzt kommen irgendwelche Monster und ich aber noch nicht wusste, dass es die Zombies sind und so, und wenn die dann so an die Tür geklopft haben, so da habe ich mich fast bepisst vor Angst, also sorry, aber es ist einfach so. Okay, gut. Wenn jetzt alle gleichzeitig ins Bett gehen würden, dann würde es auf jeden Fall Tag werden, aber da ich nicht glaube, dass das passiert, wird das auch nicht passieren. Ja, gut. So, weiter geht's. In der Wüste gibt's doch... Ich weiß nicht. In der Wüste gibt's, glaube ich, keine Kühe. Nee. Die spawnen da, glaube ich, nicht so oft. Nee. Nee, du. Das tue ich mir gar nicht an. Da gehe ich gar nicht hin. Zack. Ich habe zu Hause im Ghetto... Habe ich schon, ein paar Sachen gesammelt, also Blumen, habe ich dann zu Farbstoff verarbeitet und dann farbige Wolle natürlich gemacht, weil es war mir einfach ein bisschen langweilig und dann habe ich das natürlich einfach mal gemacht. So, jetzt kommen wir gleich mal zum Thema Last Team Standing. Und zwar Last Team Standing, für die neuen Leute haben es wahrscheinlich noch niemand gesehen. Oder ihr könnt es mir mal in den Kommentar schreiben, seid ihr einer von denen, der Last Team Standing schon gesehen hat? Und wenn nicht, dann könnt ihr es mir auch gerne schreiben, würde mich auch sehr freuen. Denn das würde mich echt mal interessieren, wer alle schon bei Last Team Standing Zeiten bei mir war.
ich meine, das ist jetzt gut, es ist jetzt nicht so lange her, eine Woche oder so, aber in einer Woche kommen ja dann bei mir auch schon wieder ein paar neue Leute dazu und die kennen das dann vielleicht nicht. Und von dem her kann ich da ja mal so höflich nachfragen, wie ich bin. So, perfekt, wieder ein paar Blumen gesammelt. Da oben, oh mein Gott, die ganzen Monster, ey, die machen mich richtig, mich richtig paranoid. Lauf. Lauf. Oh mein Gott, Monsterversammlung oder was? Das ist richtig schlimm für mich. Okay, so. Oh, hier hat wohl jemand seine Basis. Begegnen wir uns ja wieder. Grüner Nile. Okay. Okay, gut. Ich denke mal, das kann man mitnehmen. Ich weiß nicht, ist das in der Freebuild-Welt erlaubt? Ich weiß es nicht. Ah, ich meine, ja, hier in der Farmwelt. Ich denke schon. Ich denke, da kann sich ja das niemand sichern. Ich pflanze es auch wieder nach. Natürlich, ich möchte mir dann nur ein bisschen Weizen holen. Weil ich bin ja nett. Und deswegen pflanze ich es nach. Ich denke nicht, dass man das muss. Aber wenn jemand nett ist, dann tut er das auch. So, zack, 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 zack. Zombie, du kommst an mich hier nicht ran. Nein, 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 du kommst hier nicht her. Okay. Okay, gut. Das ist super. Das ist wirklich super. Erstmal hier hoch. Im Notfall kann ich auch einfach... Okay. Kiefer, beruhig dich und rede einfach wieder ganz normal, okay? Gut. Also manchmal, da murmel ich einfach vor mich hin, einfach so... Dann denke ich mir so, Alter, was ist schief mit dir? Boah, das war richtig knapp. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ich war so kurz vor der Kante, dass ich vielleicht tot gewesen wäre. Okay. Okay, hier ist Obsidian. Das ist auch sehr geil. Aber das brauche ich nicht. Okay, das sind ein paar Zombies. Die werde ich jetzt töten. Aua. Hier von unten, da kann ich sie gut hitten. Beide. Oh, der hat eine Karotte gedroppt. Ja, geil. Dankeschön. Danke, danke, danke schön. Wie es aussieht, finden wir hier keine Kühe mehr. Wir müssen dann, wenn dann, richtig weit latschen. Aber vielleicht cutte ich das dann ja alles. Also vielleicht schneide ich das alles so ein bisschen zusammen. Denn dann ergibt sich vielleicht ein spannenderer Part, ohne dass ich da jetzt alles uncut mache. Aber die Folge dafür, ich weiß nicht, immens lange wird. Oh, okay, so. Bisschen Kohle. Aber im Prinzip, wir sehen ja eh sowieso alles, aber dann fühlt man sich doch noch ein bisschen sicherer, wenn man Kohle an seiner Seite hat. Gut. Ich würde sagen, ich mache slash spawn und gehe dann einfach in eine andere Farmwelt nachher. Gehe da einfach mal durch. Und gehe einfach mal ins Ghetto, ja, in mein geiles Ghetto-Häuschen. Ich zeige euch da, was ich bisher so gesammelt habe. Es war jetzt, glaube ich, einmal Farm. Mehr habe ich da jetzt nicht gemacht, deshalb. Okay, dann mache ich hier slash home. Meine Karotten sind schon fertig. Ja, das freut mich natürlich sehr. Zack, zack, zack. Ups, zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Oh, mein Kürbis wächst nicht. Ich weiß nicht, warum. Habe ich da irgendwas falsch gemacht? Ah, ich glaube, ich muss neben Erde setzen. Ich glaube, das war mein Fehler. Ich bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. So, okay. Was kommt denn da jetzt erstmal? Hier habe ich noch einiges an Essen bekommen. Das habe ich übrigens von FIFA bekommen. Vielen Dank nochmal, FIFA, an dich. Ich habe eine Schallplatte. Aber das bringt mir jetzt auch nichts. Hier habe ich noch ein bisschen weiße Wolle. Wie gesagt... ich werde da jetzt gleich eine extra Kiste dafür machen. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn ich das jetzt in der Aufnahme mache. Wo haben wir es denn? Hier. So. Einmal. Wo haben wir jetzt das Holz? Das liegt jetzt... Ja, das war jetzt noch hier drin. Was soll denn das? Das geht so nicht. Okay, gut. Eine Kiste, würde ich sagen, stapeln wir da gleich drüber. Und da... hier packe ich den ganzen Kram rein. Hier packe ich einfach meinen persönlichen Kram rein. Den ich jetzt gerade nicht brauche.
Und die ganzen Sachen wie Farbe und so weiter, das kommt alles mit mir. Genauso wie Blätter. Die Schallplatte kommt auch mit. Dann kommen natürlich Bambus eventuell, ich weiß nicht. Ja, genau, ich habe auch noch gebrannter Ton. So, die Wolle kommt erstmal hier hin. Genau, das ist Ton. Das ist auch Ton. Das ist auch Ton. Das ist Wolle. Das ist auch Wolle. Das ist wieder mal Ton. Das ist Ton. Okay, ich habe einiges an Ton. Weiße Wolle. Ich würde sagen, haben wir. Okay, da mache ich jetzt ein bisschen blaue Wolle. Oh, okay. Perfekt, Leute. Wart ihr jetzt auch dabei, wie ich blaue Wolle gemacht habe? Das andere gebe ich jetzt einfach mal hier hin. Das wäre einmal Magenta, Rosa und so weiter. Das kann man alles aus Blumen eben filtern, sage ich mal. Deswegen denke ich, ist Farbstoff auch immer eine gute Lösung. Dann mache ich gleich mal daraus auch noch Farbstoff und daraus auch noch Farbstoff. So. Ja, gut. Das wird sich dann irgendwie schon so ausgehen. So, es geht noch hier drauf. Gut. Ich würde sagen, gut. Das war's. Das war jetzt. Oh, hier. Das hier kommt auch noch rein. Jetzt gucke ich mal, ob ich da wirklich gar nichts mehr brauche. Ich könnte vielleicht eventuell hier noch. Zack. Ein paar Brote machen. Okay. Gut, jetzt haben wir auch noch ein paar Brote gemacht. Es leckt irgendwie bei mir ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Ghetto liegt oder generell. Irgendwie an so etwas. Okay. Dann will ich jetzt noch was machen. Und zwar noch eine Kiste. Und aus dieser Kiste hier, die packe ich hier hin. In dieser Kiste hier möchte ich alle meine essbaren Sachen reinpacken, ja? Also alles, was essbar ist. Damit ich das so ein bisschen auch im Überblick habe, was ich denn derzeit so zu essen habe, was sich da alles so anbietet. So, das könnte ich gleich mal in den Ofen hauen. Und hier packe ich das auch gleich in den Ofen. So, das hier kommt rein. Die Samen kommen jedoch dann nicht rein. Ja, eine Werkbank könnte ich eigentlich mal hier lassen. Die Schallplatte gebe ich jetzt auch mal oben hier rein, denn eventuell kann man es ja noch für das ein oder andere wichtige irgendwas benutzen. Okay, die Kohle kommt hier hin. Einfach mal alles, was mit Erzen zu tun hat. Dann hier vielleicht noch so ein bisschen Crappy Crab. Hier ist noch eine Schere, die nehme ich übrigens wieder mit. Die brauche ich nämlich noch. Pfeile lasse ich auch hier. Und das Holz hier nehme ich auch mit. Weil, wie gesagt, man kann immer Holz gebrauchen. Zuckerrohr? Nee, sonst brauche ich hier eigentlich nichts, außer nachher vielleicht noch ein bisschen was zu essen. Das bräuchte ich eigentlich jetzt auch schon. Oh, ja, genau. Ich muss ja hier jetzt noch. Okay, essen. So. Entweder es liegt jetzt an meinem Internet oder es liegt am Ghetto. Das weiß ich jetzt nicht gerade so genau. So, wenn ich hier daneben Erde hinmache, dann müsste das aber gehen. Dann müsste das gehen. Moment, ich habe doch so eine Hoe. Genau. Dann mache ich das so. Geht das jetzt? Ich gucke mal, ich habe ja eh Knochenmehl hier. Kann man nichts machen? Okay, gut. Das geht dann wohl nicht. Dann gebe ich es hierfür aus. Okay. 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 So, dann. Wo packe ich das denn rein? Genau, das kann ich hier rein tun in die Essenskiste. Und jetzt schnell wieder noch was zu essen mitnehmen. Nicht vergessen. Ich vergesse das ständig. Und dann bin ich wieder so da und habe nichts zu essen. Okay, slash spawn. Okay. Und jetzt einfach durchs Portal durch. Gut. Gut. Ich würde sagen, dann gehen wir auch gleich in den City Build Server. Ja, in City Build. Und ich wollte ja eigentlich ganz gerne ein Hotelzimmer haben, aber. Okay. Jetzt habe ich dem, glaube ich, hier den Platz weggenommen. Ja, wie ihr hier seht, gibt es jetzt auch neue Präfixe vor den Namen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, wenn ich so
ist auch für mich unübersichtlich. Ich meine, natürlich erkennt man sofort die VIP, aber ich würde es trotzdem besser finden, wenn zum Beispiel alle VIP einen orangen Namen hätten, alle Non-Premiums vielleicht einen weißen und alle Admins und so weiter. Oh, jetzt habe ich meine Hose weggeworfen, das ist meine. So, gut, hallo, da sind wir auch schon in dem Shop. Hier warten ganz oft Leute vor der Tür wie so hysterische Fans, ich kann auch kein Deutsch mehr. Wie gesagt, hier sind eben dann die Anlieferungsstationen, da kann man sich glückliche Rosenbüsche kaufen. Dena ist nicht zufälligerweise gerade online. Warte, Moment. Nope, ist er nicht. Okay, gut. Hier ist anscheinend eine Sohlegrotte, die anscheinend sehr wirksam sein soll, finde ich auch. Also auf mich überträgt das eine sehr glückliche Stimmung. Und ja, wie gesagt, hier kann man eben dann anliefern. Ich werde gucken, was sich da so ergibt, ob ich mit denen ein Vorstellungsgespräch haben werde oder nicht. Ich würde sagen, das war's von der heutigen Folge. Macht's gut und ciao.